Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OC Weekly Talk. Heute haben wir uns mal ein ganz spannendes Thema rausgesucht. Künstliche Intelligenz und mehr Vertrauen da rein. Rolf, sag mal, ist dir in der letzten Zeit irgendwie eine künstliche Intelligenz mal begegnet oder irgendetwas, wo du denkst, dass da künstliche Intelligenz drin ist? Ja, klar. Klar. Also zwei Sachen, die mir sofort aufgefallen sind. Einmal ist ein eigenes Projekt, was ich mache im Chatbot, wo im Hintergrund unter der Haube KI genutzt wird, um Spracherkennung zu machen und entsprechende Lösungsvorschläge und Antworten zu formulieren. Also da bin ich echt involviert noch. Und das andere war im letzten Stau, wo ich im Auto meinen Stauassistenten eingeschaltet habe, der im Prinzip ja, auswertet, wann er bremst, wie er bremst und wann er Gas gibt und wie er auch lenkt. Also von daher fährt er für mich automatisch und da ist ja jede Menge KI drin, ne? Also wollte gerade sagen, das sind schöne Beispiele, dass nämlich KI eigentlich schon ganz oft Einzug erhalten hat oder sagen wir mal viel maschinelles Lernen und das, was wir damit verbinden. Um da ein bisschen in die Tiefe einzusteigen, haben wir uns heute auch wieder einen Gast dazu geholt und wollen sozusagen mal in die Tiefe, in die Diskussion einsteigen. Willkommen, Martin, du bist Mitglied der Gesellschaft für Informatik und dort im Fachbereich KI tätig und kannst uns dann auch wahrscheinlich ganz, ganz viel erklären, allgemein auch in die Tiefe und heute vor allem auch ein bisschen mehr, was braucht man denn für mehr Vertrauen in die KI? Gibt es irgendwelche ethischen Voraussetzungen? Erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Hast du eine kurze, ganz knappe, für dich einfache, für alle anderen verständliche, Definition? Was ist denn künstliche Intelligenz? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Da gibt es verschiedene Ansätze. Tatsächlich ist es so, dass sich die Annahme, was künstliche Intelligenz ist, sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren ungefähr dreimal geändert hat. Es gibt unter anderem so die Definition, dass als intelligent gilt das, was menschliche Intelligenz imitiert. Für mich, ich sehe das relativ trocken immer, das ist für mich, sind das Problemlösungsverfahren, die müssen nicht super genau sein, die müssen einfach nur genau genug sein und das in schneller Zeit. Also man nennt es manchmal auch Schließen in unsicheren Situationen. Also ein Auto kann nicht eine Viertelstunde am an einer Kreuzung stehen, sondern muss sich halt in gewisser Zeit entscheiden. Und der Algorithmus, der muss so sein, dass er schnell die richtige Entscheidung findet. Jetzt sind wir in Europa vielleicht ein bisschen langsamer, gerade in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, als sagen wir mal USA oder China, haben allerdings auch einen anderen Anspruch. Ich habe ein Zitat gefunden von Professor Armin Grunwald. KI erfordert ethische Leitlinien, aber auch noch mehr Vorsicht. Ist das vielleicht eine Chance für Europa, die KI anders zu verstehen, wenn wir da ein bisschen mehr ethischer rangehen als, keine Ahnung, China oder die USA, die einfach nur auf Massendatenauswertung rausgehen? Gut, ethische Fragen sind natürlich immer sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass wir, wenn wir so in Richtung Datenschutz und DSGVO gehen, richtige Ansätze haben. Aber da sind wir noch nicht weit genug. Es gibt die ersten Ansätze. Es gibt die Europäische Expertenkommission zum Thema KI, die ethische Leitlinien erarbeitet hat. Das auch auf dem Hintergrund, dass Google, Apple, Amazon, Facebook, die haben sich ja alle selbst Richtlinien gegeben, um einer Regulierung einfach vorzugreifen und das jetzt ein bisschen zu vereinheitlichen und dann auch festzustellen, was für Werte wir in der Gesellschaft eigentlich haben und auch dringend behalten wollen. Dafür gibt es diese Expertenkommission. Und ich würde sagen, Vorsicht sollte immer geboten sein. Ich darf ich mal ganz kurz reingerätschen, dann mit einer Frage einfach. Wie passt denn DSGVO da rein? Mein DSGVO ist zwar jetzt halt nicht unbedingt KI, aber KI, sag ich mal, kann Auswertungen fahren, die vielleicht DSGVO-Ansätze verletzen würden. Ist das nicht ein kulturelles Thema, wenn ich schaue, wie andere Länder damit umgehen? Oder andere Kontinente sogar damit umgehen?
Auf jeden Fall. Man muss sich halt überlegen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ja. Aber es geht halt dann darum, seine Datenanalyse und auch das Datensammeln und das Datenaufbereiten vor dem Hintergrund zu machen. Oder man muss immer im Hinterkopf haben, dass man diese DSGVO da hat und dass man gegen die konform bleiben sollte. Und das sind dann auch Fragen, wie ich meine Daten an eine KI präsentiere oder ob ich nicht vielleicht besser Daten weglasse und die denen gar nicht präsentiere, damit es gar nicht erst zu richtigen Problemen kommt. Also so ein großes Problem ist bei, also gerade bei neuronalen Netzen ist so der Ansatz der Nichtdiskriminierung. Ja, wir kennen aus verschiedenen Beispielen, ganz besonders in Amerika, dass da aufgrund der Datenbasis von den letzten 100 Jahren ganz besonders oft Schwarze auch in Algorithmen einfach diskriminiert werden. Und sowas versuchen wir ja schon unter anderem mit diesen ethischen Leitlinien, auch teilweise mit DSGVO, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, genau, aber Algorithmen sind doch eigentlich auch nur Meinungen, die irgendwie in Code eingebettet sind. Das ist ein schönes Zitat, das habe ich von Casey O'Neill gefunden. An der Idee her, du sagst gerade so schön, es gibt da drinnen, die können, also auch eine KI kann rassistisch sein. Was können wir dagegen tun? Also meine, bräuchten wir dann so einen Algorithmus-TÜV, der sagt, ich guck mal drüber, über, weiß ich nicht, was da drinnen liegt und versucht das mal zu prüfen, also sprich, meine KI kriegt einen TÜV-Stempel. Ich würde es nicht TÜV nennen, aber auch wie beim wissenschaftlichen Arbeiten auch ist halt die vorhergehende Datenanalyse und Aufbereitung. Also welche Daten habe ich eigentlich? In welchem Umfang liegen die vor? Ja, kann ich damit überhaupt mein Problem lösen? Oder habe ich vielleicht auch Daten, die ich gar nicht brauche? Das kann ich ja auch. Da gibt es ja auch Algorithmen oder mathematische Sachen, wo ich mir vorher die Fragestellung geben kann, okay, brauche ich diese ganzen Eingabedaten denn eigentlich, um mein Problem zu lösen? Und da müssen wir aufpassen. Und da müssen wir, und das muss aber auch in einem Prozess entstehen. Ich würde jetzt fast sagen, in einer Kommission, die immer wieder überwacht, in dem KI-Projekt, die immer bewertet und es muss begründet sein, warum ich diese Daten brauche und was ich damit mache. Und das sollte während des gesamten Prozesses, also sowohl bei der Datenanalyse, bei der Feature Extraction, bei der Entwicklung des KI-Systems, als auch bei der Anwendung, das sollte immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Was wäre ein Aber Teil es des, gibt. das wäre ein Teil des QS-Verfahrens denn? Wenn ich stelle mir gerade noch vor, viele KI-Projekte, sage ich mal, wenn sie jetzt nicht gerade basierend sind auf Maschinendaten, Predictive Maintenance, sage ich mal, sondern sobald Menschen quasi oder das Verhalten von Menschen, sage ich mal, analysiert und bewertet werden soll, sind die nicht gerade oft nach so einem explorativen Verfahren, wenn die angewandt? Man beginnt mit den Daten erheben, schaut sich, was man machen kann und kommt so sukzessive irgendwann zum Ergebnis. Und dann ist es fast schon zu spät, ne? Um das dann die Frage zu stellen oder wie soll ich das Genau, vorstellen? deswegen sage ich ja, in allen vier Schritten, in allen vier Schritten, die ich gerade genannt habe, muss immer wieder ganz kritisch hinterfragt werden, was für Daten sammeln wir und zu welchem Zweck. Wer macht das denn? Und das, Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Wer ja, macht denn wer macht das? das? Ich als Projektleiter? Ich als Entwickler? Oder wer Das ist der, wer kommt denn da rein und hilft mir? Oder gar keiner? Habe ich ethisch, bin schwierige ich ethisch so Frage. Also sauber? das ist das ist einer der Punkte, wenn wir auch zu dem Thema kommen, wie können wir Vertrauen für KI schaffen, ist halt einer der Punkte, dass wir versuchen müssen, maximale Transparenz zu schaffen. Also am besten wären da tatsächlich Leute aus der Firma, die sich unabhängig, vielleicht auch externe, die sich unabhängig mit dem Thema auseinandersetzen können. Und Also doch ein scheinbarer TÜV-Stempel dann scheinbar doch, ne? Von so einer ja, genau, KI. ich würde es nicht TÜV nennen, aber es ist schon, Naja. wie bei vielen wichtigen Sachen, ist es halt ein Prozess, der immer wieder durchgegangen werden muss. Vielleicht nicht TÜV nennen, aber es ist doch stark angelehnt. Also weil du ja nach draußen eigentlich Transparenz dafür sorgt. Also nicht jeder wird ja, der da drauf schaut, verstehen, was drin ist. Also du brauchst schon einen Experten, der dann auf, weiß ich nicht, auf die Datenmasse schaut, auf die Extraktion schaut, auf die Algorithmen schaut und dann sagt, okay, das ist noch im Rahmen. Im Endeffekt ist das ja schon ein bisschen wie eine Abnahme.
Ich hätte eher die Frage gestellt, jetzt, wer ist das Korrektiv? Ich meine, wenn ich als Firma oder als Projektgruppe irgendwie ein spannendes Tool entwickeln will, was eine gewisse Vorhersagegenauigkeit hat, ne? Dann verspreche ich mir davon ja auch sagen wir, irgendwelche Sensordaten auswerten, ob jemand hingefallen ist sogar, ne? Ne? Sagen wir mal, was Positives Scheinbares, ne? Irgendein alter Mensch hat so eine Uhr und die rutscht runter und meine Sensordaten, mein neuronales Netz sagt, aha, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand gestürzt ist, ist sehr hoch, da wird im Alarm gemeldet, ne? Was ja eigentlich eine coole Idee ist, aber diese Daten kann ich ja für andere Sachen auswerten, ne? Und wer steuert das eigentlich? Die Projektgruppe selber, die Firma hat ja unter Umständen Interesse, sag ich mal, sich einen Marktvorteil zu verschaffen. Wird sie sich selber einschränken? Genau. Oder ist eigentlich nur der mögliche Reputationsverlust der einzige Hebel? Nach dem Motto, um Gottes Willen, wenn das rauskommt, oh, das ist schlimm. Also Ja, und was auf der ist? anderen Seite hast du ja ein bisschen vielleicht sogar IP drin, ne, dass du sagst, okay, als Unternehmen habe ich hier einen echt genialen Algorithmus entwickelt, und ich will ja nicht, dass andere davon auch profitieren. Also sprich, offenlegen, ganz offenlegen als Open Source will ich das gar nicht. Genau, Brauche ich ja das auch auch nicht. irgendetwas. Genau, aber es geht ja auch darum, ganz allgemein, viele Leute haben ja Angst vor Sachen, die sie nicht verstehen. Ja, gerade im KI-Bereich haben wir genau das Problem. Es geht aber auch darum, dass in der Firma, wenn jemand eine Idee für ein cooles KI-Projekt hat, dass da schon die Transparenz geschaffen wird, dass man sich halt mit anderen Abteilungen darüber unterhalten wird. Also, hey, wir wollen das machen. Wie seht ihr das? Das sind so Aber ich, Anhaltspunkte. Das geht jetzt natürlich noch nicht in das Thema, wer kontrolliert das? Das ist natürlich was anderes. Da ist es schwierig. Also kommt ich natürlich auch würde gerne stark aufs nochmal Problem an. vielleicht nochmal zu dem Thema ethische Bewertung zu kommen. Also ist das nicht das Kernproblem eigentlich, diese ethische Bewertung und dass da ein unheimlich hohes Maß an Subjektivität vorliegt, je nach Kultur, je nach Unternehmenskultur? Das heißt, jeder Mensch, jede Gruppe, wie heißen die Statistiker sagen so schön, jede Kohorte hat doch eine andere ethische Maßstäbe, die sie zugrunde legt. Ja, Wie das ist ein. kommen wir da überein? Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Da kommen wir im Augenblick gar nicht drüber überein, meiner Meinung nach. Diesen Bias loszuwerden, das schaffen wir, also schon allein, weil wir in einer westlichen Gesellschaft leben, schaffen wir das auch so nicht mehr. Es gibt in der neuesten Forschung tatsächlich, ich habe irgendwo ein Paper gelesen, gibt es Ansätze, wie man versucht, diese Biase zu erkennen. Ah, okay, das wäre ja zum Beispiel auch die Trennung, ob die KI rassistisch ist, ne? In irgendeiner Form, ne? Genau. Und das wäre ein KI auf KI? Oder wie habe ich das zu verstehen? Nee, das war ein sehr abstrakter Artikel. Da ging es tatsächlich Ach nur um so. Fragestellungen, wie man erkennen kann, dass man selber in den Daten ein Bias hat. Aber das ist Vielleicht. natürlich auch sehr spannend. Du nutzt KI, um zum Beispiel andere KI zu überprüfen. Also sprich, dann hast du aber irgendwann, dass die Maschinen sich selber überprüfen. Das ist ja dasselbe, Martin, was du vorhin gesagt hast, dass Google und Facebook und so weiter, dass die sich ja selber Regulatorien auferlegt haben, um sich selber zu regulieren. Sprich, da guckt ja keiner von draußen auf. Ich meine, traut man alleine den Regulatorien, die sie sich selber gegeben haben, dass das schon ausreichend ist für das, was wir eigentlich wollen? Also wir als Nutzer, wir als Anwender, dass das ausreicht, oder ist das nicht auch wieder gedacht aus dem Unternehmen raus? Also sprich, für das Unternehmen mag das ja noch okay sein, aber für den Endnutzer mag es halt schon nicht mehr, den ethischen Richtlinien entsprechen. Ja, das stimmt, aber das sind fast schon Probleme, die nicht so viel mit KI zu tun haben, weil sie eigentlich schon so alt sind, dass wir auf die Antwort immer noch warten. Ja, vielleicht kennt ihr noch Richard Stallman von der Free Software Foundation, der gesagt hat, okay, Code, den wir programmieren, der muss frei sein, der hat mit KI gar nichts zu tun und der Stimmt. musste dann irgendwann zurückrudern, beziehungsweise hat arg versucht, das zu ändern, nachdem er festgestellt hat, dass den Code, den er geschrieben hat, auch in militärischen Anwendungen stattfindet. Und das war er als friedliebender Mensch, war natürlich gar nicht das, was er wollte. Und er hat versucht, das Militär den zu verbieten. Also ich gebe vielleicht, ich habe ein schönes, nettes Beispiel. Das ist nicht unbedingt KI. Das ist 2011 kam dieses Beispiel hoch über TomTom. Die haben der US-Straßenbehörde 2011 Nutzungsdaten
Nutzungsdaten ihrer Navigation, also ihrer Fahrer in aggregierter, anonymisierter Form veröffentlicht. Und das sollte im ersten Schritt, also das war das Thema, sollte das für die Optimierung der Straßeninstandhaltung genutzt werden. Und die Polizei war schlau genug und hat gesagt, Mensch, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da können wir auch die Nutzungsdaten nutzen, um Geschwindigkeitskontrollen besser zu platzieren. Und jetzt habe ich doch eigentlich eine positive, habe ich quasi meine Daten veräußert mit einem positiven, für die Allgemeinheit positiven Ansatz. Aber jemand anderes war böse, böse, hat diese Daten genommen, sage ich mal, um Geschwindigkeitskontrollen einzuführen, die nicht unbedingt im Interesse des Datenproduzenten lagen. Da würde jetzt tatsächlich in manchen Bereichen, im KI-Bereich, die Frage der Nutzbarkeit, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, der Nutzbarkeit der Daten, also genau, der Zweckgebundenheit der Daten greifen. Wir haben ja gerade in Bayern zumindest, also jetzt nur als Beispiel, das Problem, dass die Polizei die Daten, die in der Gastronomie zu Zwecke der Corona-Verfolgung aufgenommen werden, auch noch für andere Sachen, für andere Strafverfolgungen einfach benutzt hat. Und das Ja. ist natürlich nicht okay. Wie gesagt, hat wieder nicht so viel mit KI zu tun. Ein Problem, was wir auch schon vorher haben. Ja, ist das nicht vielleicht so, dass KI, die ethische Frage und KI eigentlich vielleicht gar nicht so spannend sind, sondern tatsächlich eher, und darauf sollten wir uns vielleicht eher fokussieren jetzt im Gespräch, das Thema Vertrauen in KI. Genau. Also ist das Ergebnis nicht ethisch? Also die ethische Komponente vielleicht weglassen. Wie vertrauen wir eigentlich einer KI-Maschine, was es auch sein mag? Krebserkennung, Abstandsmessung vom Auto und wie auch immer. Ja. Und was haben wir da? Was haben wir da möglich? Ja, klar, bitte, hau rein. Also gerade bei der Krebserkennung, da kenne ich mich jetzt aus. Ich habe ja im Bereich der Krebsforschung von schwarzem Hautkrebs gearbeitet. Und da war natürlich die Frage, okay, wie erkennen wir einen Leberfleck, wie unterscheiden wir einen Leberfleck von einem Melanom? Da gibt es KI-Systeme, die das schon sehr gut können, besser als der Mensch. In der Medizin sind die nicht anerkannt, weil sie sich nicht erklären können. Und das geht im medizinischen Bereich gar nicht. Aber was wir machen können, ist Expertenwissen abbilden. So dass mir die KI schmeißt mir nicht am Schluss raus, okay, ist ein Melanom, ist ein Leberfleck, sondern das schreibt mir raus, okay, es ist ein Melanom, weil es ist asynchron, die Farbe ist nicht eindeutig, der Border ist so geschwächt und so. Und das kann ich aber in KI wunderbar abbilden. Und in die Richtung müssen wir gehen, dann wird das auch mit dem Vertrauen besser, als wenn man sagt, okay, wir haben da so eine Blackbox, die macht irgendwas, wir wissen aber nicht genau was. Das geht stark in die Richtung Transparenz und für mich, also ich habe damals studiert und habe meine Diplomarbeit zum Thema Expertensystem geschrieben und wo wir dann auch gesagt haben, wir werden kein reines Expertensystem schaffen, sondern ein expertenunterstützendes System. Und das ist ja das, was du auch gerade beschreibst. Du hast eine KI, die hat was ermittelt und begründet, warum es zu diesem Schluss gekommen ist, damit der Arzt seine Entscheidung treffen kann. Weil im Endeffekt ist doch die Entscheidung dann immer noch beim Arzt und nicht bei der KI. Ja, absolut. Bei vielen KI-Ansätzen fehlt aber genau dieses erklärende Element. Und deswegen sage ich, okay, dann muss man halt die KI erweitern. Dann muss man sie halt erklärbar machen. Spannend. Wenn ich jetzt das Thema, Rolf, du hast vorhin gesagt, dass du bist mit dem Auto gefahren und dein Auto bremst im Stau automatisch. Dein Auto erklärt sich aber nicht. Du willst ja eigentlich, dass es in dem Augenblick ja sofort reagiert, wenn du nicht rauffährst. Macht es ja auch. Ja. Und zwar besser wie ich. Besser als wie ich, ne? Also mein Reaktionsweg ist deutlich langsamer, ne? Und er ist deutlich vorsichtiger, muss ich auch sagen. Also ich würde näher auffahren. Also was hat die Autoindustrie anders gemacht, dass das Vertrauen in diesen Abstandshalter da ist, als in anderen Umgebungen, wo sie sagen, machen irgendwas mit meinen Daten und ich weiß nicht genau, was passiert und dann kommt was raus und ich soll dem vertrauen. Wo ist da der Unterschied? Also, keine Ahnung. Ist das nicht die gleiche Frage, Martin? Ist das nicht die gleiche Frage bei der Krebserkennung? Wie kommt der Arzt dahin oder wie kommt der Patient dahin, dass man diesem neuen Hilfsmittel vertraut? Oder? Ja, sehe ich ähnlich. Ich würde tatsächlich sagen, also das erstens, ich habe ja einen direkten Nutzen bei der KI,
im Auto. Ich kann das ja sofort sehen. Ja, ich kann dann zur Not nochmal eingreifen, aber im Prinzip sehe ich ja sofort, okay, da passiert was. Und das macht für mich total Sinn, weil ich quasi mit da drin involviert bin. Wenn ich irgendwie höre, Big Data überwacht uns alle mit jedem Klick, den wir im Internet machen, dann ist das viel zu, ist das nicht greifbar genug. Ich denke, das ist so einer der Punkte, wo sich die KI so, denn so in unser Leben reinschlängelt. Rolf, Okay. wie siehst du das? Ja, ich will ich gerade, ich glaube, ganz klar, das eine ist so, ist ein bisschen ein Thema, wo man selber weitergeholfen wird, was du erzählt hast, wo ich auch in gewissem Maße für mich selber erkenne, dass es vertrauenswürdig ist oder scheint, ne, im Laufe der Zeit. Das andere sind eher Richtung Verschwörungstheorien und Unverständnis. Ne? Wie klappt das? Wie kann das überhaupt funktionieren? Ne? Warst du, als du das Auto das erste Mal benutzt hast, skeptisch? Oder hast du gesagt, okay, Total, probiere ich einfach mal? total. Sag Ich ich, auch. Ja klar, ich habe das, also die ersten, sag ich mal, 10 Mal oder sowas, habe ich da quasi die schweißnass quasi meine Fußbremse über die Bremse schweben lassen, die Hände quasi fast am Lenkrad, ne? Dass ich sofort einschränken kann, nach dem Motto. Und irgendwann merkst du, boah, das war langweilig. Das Ding macht das ja alles automatisch und ne, man lesen darf sie nicht, aber im Prinzip kannst du ganz entspannt mal gucken, was so los ist, ne, in der Welt, ne? Ja, Also das war das. schon ein guter Punkt, ne? Ja. Ja, also. Das ist aber ein gutes Beispiel, weil im Endeffekt ist das, Martin, war genau, was du gerade gesagt hast. Die KI hat sich in dem Augenblick ja rentiert und für dich sozusagen das Positive aufgezeigt, weil es dir Mehrwert gegeben hat. Das ist ja, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn wir über KI reden. Wenn wir irgendwo sagen, da ist KI drinne, dann müssten wir ja zumindest auch immer gerne draufschreiben, was ist der Mehrwert davon? Also sprich, wofür ist das denn überhaupt gut? Ich würde Martin gerne mal fragen, einfach zum Thema Vertrauen. Du warst ja quasi in diesem Hautkrebs-Thema involviert. Wie habt ihr das getestet und wie habt ihr sichergestellt im Prinzip, dass die Ergebnisse allen Beteiligten ja einleuchtend gut sind? Das war ja bestimmt ein Prozess. Am Anfang war es bestimmt ziemlich grottig, ne? Wir haben kein Expertensystem da eingebaut. Das war etwas, was ich später als Ausblick gemacht habe. Okay. Aber das ist eine Abbildung. Wir haben quasi ein Expertensystem in neuronalen Netzen nachgebildet. Also wir haben schon mit sehr vielen Dermatologen gesprochen und haben denen die Bilder, die wir hatten, gezeigt und haben die gefragt, okay, ist das Hautkrebs, ist das kein Hautkrebs? Ja. Woran machst du das fest? Ja, aber so funktionieren auch die ganzen Autos auch. Ich habe ein neuronales Netz, was ich trainiere, und das wird von irgendwo von runtergeladen auf meinen Prom und läuft dann ab. Das lernt nicht beim Fahren. Das ist ausgelernt. Ja. Ja, sicher. Ja, sicher. Sicher. Ja, Also das. definitiv. Ja. Ja. Also das, manchmal habe ich aber das Gefühl, dass mein Navi mich ärgern will und explizit andere Wege angibt, als ich sage, ich bin gestern da lang gefahren und das war der schnellste Weg. Na gut, das Navi kommuniziert ja auch, sag ich mal, mit der Zentralen ab und zu mal, ne? Ja. Deine KI im Auto, die quasi in den entsprechenden Chips, in den entsprechenden Sensoren drin ist, sei es über Radar, wie sie alle heißen mögen, LiSAR oder optischen Verfahren, die werden ja quasi trainiert zu Hause, in Milliarden von Daten trainiert und werden dann fest reingebrannt oder downgeloadet, ne? Die KI selber führt nur aus wie als neuronales Netz, ne? Das lernt nicht. Also genau, ein trainiertes Ne? System. Ja, genau, ein trainiertes System. Das ist völlig legitim, denke ich mir, ne? Ansonsten sind die Dinge auch viel zu groß. Also je mehr du die Sachen implementieren möchtest, quasi auf irgendeinem Produkt implementieren willst, also quasi möglichst weit in der Peripherie, desto eher wirst du vorher gelernt haben, das Ding, ein gelerntes System quasi implementieren. Auch von der Größe her allein schon, ne? Und zeitgleich wird dein Auto aber sehr wahrscheinlich auch Daten sammeln und das früher oder später auch in die Zentrale senden, damit Richtig, genau, eben damit besser oben das gelernt Netz wird. nochmal Ja, neu gelernt werden kann. Genau. absolut, absolut, ja. Aber das erfolgt asynchron zu einem späteren Zeitpunkt, nicht in dem Augenblick. Ne? Das wäre, glaube ich, auch sehr gefährlich. Genau, es fühlt sich ja Werden nicht, ne? wir durch KIs manipuliert an der Stelle? Also nehmen wir mal das Beispiel. Am Anfang, Rolf, saßst du noch da und hast den Fuß fast immer direkt an der Bremse gehabt und wolltest reagieren.
Und jetzt wirst du irgendwann nachlässig und verlässt dich blind auf dein Ja, Auto. oder mehr und mehr, ja. Absolut. Geben wir dann nicht Verantwortung komplett ab? Also werden wir dann nicht zum Beispiel wirklich manipulierbar Boah, durch irgendwas? Also, jetzt machst du ein Fass auf. ja. Das Navigationsgerät macht uns ja auch dumm. Ja, Ne? das Ne? bin ich der Meinung, ja. Früher musste ich vorher auf die Karte gucken, habe die teilweise auswendig gelernt, hatte die Bilder im Kopf, wie ich fahren muss und bin gefahren. Und heute, Navi an, das klappt schon irgendwie, ne? Ja. Irgendwie ist gut, ja. Ja, also da haben wir ein ganzes Stück an eigener Leistung abgegeben, an dem System abgegeben, klar. Aber das ist doch, hat der Martin auch schon gesagt, dafür gewinnst du an anderer Stelle mehr Luft für andere Sachen, ne? Genau, wie es hier gerade so schön auf dem Slide steht, ne? Ach Also. so, genau. Oh, so. Immer zurückgekehrt zum Kleid. Ist ja sehr schön, ne? Und ich denke halt bei dem Satz, ich denke also, dass wir statt künstlicher Intelligenz unsere Intelligenz erweitern werden. In die Richtung denke ich zu großen Teilen auch, weil es schon seit der Automatisierung quasi seit Jahren ist es ja schon so, dass also gerade beim Programmieren alles das, was sich automatisieren lässt, nee, das war falsch rum, lässt sich automatisieren. Alles das, was sich wiederholt, lässt sich automatisieren, so Genau, rum. sehr gut. Sehr. Und dann sagt man immer, okay, das kostet Jobs, aber das sind halt, im Endeffekt sind das halt Tasks, die sind so langweilig, dass man tatsächlich seine Intelligenz Boah. erweitern kann. Es geht so Nö, ich weit. denke, du machst einfach, also ich finde das interessant, also als ITler sind wir eigentlich alle einer Meinung, sonst würden wir nicht IT machen. Aber wir sind schon in der Hinsicht in unseren Projekten disruptiv unterwegs. Und stoßen Veränderung durch Digitalisierung in den Firmen an. Und das zeigt sich ja auch bei uns zumindest, dass wir im immer stärkeren Maße Change Support mitliefern in unseren Projekten, weil wir merken, dass die Arbeitsweisen und ja, der Veränderungsdruck bei den Personen, die es nutzen, da ist, ne? Korrekt. Ja, DevOps zum Beispiel als Beispiel, ne? Das ist ein riesen, riesen Stressthema für Organisationen. Ja, und so wird KI genau das Gleiche sein, ne? Um Gottes Willen, ich darf selber nicht entscheiden. Sondern das blöde System gibt mir ein Ranking vor, ne? Ich glaube, KI beschleunigt das Ganze nochmal bei, also ich meine, da kommen auf einmal eine Technologie mit rein, die eigentlich ja ist, gibt es ja auch schon länger. Die gibt es schon so lange, wie es Computer gibt, denken Leute über neuronale Netze nach und allen möglichen, das menschliche Hirn durch den Computer abzubilden. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt mit der technischen Entwicklung, glaube ich, in einer Zeit gelandet, wo eine KI, glaube ich, genau so eine Entwicklung überholt. Ich glaube, die wird uns irgendwann mal aufzeigen, dass wir mit unseren Regulatorien, mit unseren Denkweisen, mit unseren vielleicht sogar mit den Berufen, die wir irgendwann mal früher definiert haben, nicht mehr klarkommen. Also früher gab es den Kfz-Mechaniker, jetzt gibt es Mechatroniker. Also von meiner Frau, der Onkel, der ist früher hat er Eisenbahn repariert, jetzt rennt er mit einem Computer durch den Zug, weil der zig irgendwie Rechenwerke da drin hat, die er überprüfen muss, wo die Logfiles drin stehen, wo dann drin steht, was falsch ist. Also das glaube ich, da passiert gerade eine ganze Menge und die KI hilft uns doch genau darüber nachzudenken. Und Martin, du hast gerade gesagt, alles, was irgendwie so ein bisschen langweilig ist und automatisiert werden kann und wiederholbar ist, wie ist es denn überhaupt mit uns als unserem Beruf als Informatiker? Ich habe eine Studie gefunden von 2013, da haben sie damals gesagt, ja, wir brauchen uns noch nicht so viel Sorgen machen. Es besteht nur eine 38-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass unser Job der Entwickler automatisiert wird. Ja, gut, ich kann jetzt auch nicht so weit in die Glaskugel gucken. Es gibt durchaus Ansätze, wo das im Augenblick stattfindet oder wo zumindest die Ideen da sind. Das ist aber auch gerade so ein bisschen zeitgeistmäßig. Also es gibt ja gerade im Bereich Legal Tech und Fintech und so weiter, da geht die KI ja plötzlich in Bereiche rein, die den naturwissenschaftlichen Background komplett verlassen. Ja, ich habe mich letztens mit einem Kollegen über KI und Patentrecht unterhalten. Ja, wem gehört eigentlich das Patent, wenn die KI doch eigentlich das alles selbst entwickelt hat? Und so ist auf jeden Fall ein Das ist auch spannendes spannend. Thema, auf Ja, das, also das, Musik, Beispiel Musik, ne? ganz genau, das sind alles Sachen, Musik, da brauchen Bild. wir Lösungen für. Und im Programmieraspekt war ich letztes Jahr auf einer Konferenz, da hat jemand von Facebook vorgetragen, der war der Meinung, dass
oder der hat sich die Frage gestellt, wenn wir schon Test-Driven Development machen, ja, also wir bauen ein Stück Programmcode und dann schreiben wir Tests, die diesen Code abklopfen. Wenn ich das schon so mache, warum schreibe ich überhaupt noch den Code? Es müsste doch eigentlich genügen, wenn ich nur die Tests schreibe und daraus wird sich der Code generiert. Und da sehe ich tatsächlich erstmal Ansätze, wo das passieren könnte. Wir erleben es im Software-Testing, da geht KI jetzt auch so langsam rein, Sicherheitsstellen abzuklopfen und so weiter. Und ja, und ach ja, es gibt dieses System, das heißt GPT-3, das ist jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen, eine Art Universalübersetzer von OpenAI. Da kann man so Übersetzungen anstoßen. Das war ganz spannend, als ich das mal ausprobiert habe, dass man halt sagen kann, okay, im normalen Text, in normaler Schrift, gib mir alle Daten von Personen, die kleiner sind als 1,40. Und diese Maschine hat das automatisch in ein SQL-Statement umgewandelt. Das heißt, da gibt es vielleicht so Ansätze, wo man diesen Man in the Middle gar nicht mehr braucht. Ja, Schlagwort wäre da auch so ein bisschen Low Code. Ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn ich ein paar Sachen, die mein Chef möchte, die ich für ihn umsetze, bin ich ja eigentlich auch ganz froh, wenn er es auch alleine kann. Ja, wohl, ich weiß nicht, ob Low-Code das richtige Beispiel ist, weil das ja eher Softwareentwicklungsumgebungen sind. Die Software, aber du meinst, die entwickeln sich dann quasi zu einer Art über KI, zu einer Art ja, Softwaregenerator. Es geht in die Richtung, dass ich brauche keinen Programmierer mehr, um mir was zusammen zu programmieren. Ja, ich möchte, dass mein Power BI irgendwelche Statistiken Ja. rausschmeißt und ich brauche jetzt keinen Programmierer mehr, dem ich den Auftrag geben muss, wo ich dann nachverhandeln muss, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, sondern ich kann es einfach selbst machen, weil es so trivial geworden ist, dass ich dafür gerade keinen Programmierer mehr brauche. Gut, ja. Ich grummel so ein bisschen vor mich hin, weil gerade das Beispiel BI ist ein ziemlich cooles Beispiel. Wenn ich mein Business Object Universum aufgebaut habe, dann gebe ich dir recht. Wenn das Universum sehr sauber ist, dann kann ich so einfach Fragen stellen. Da gibt mir alle Lieferanten aus dem, keine Ahnung, Berliner Raum und so, bla 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 bla. Aber wenn ich Fragen stelle, wo ich eigentlich ein tiefes Wissen haben muss, ob der Datenstrukturen, ne? Da wird es schon ein bisschen interessanter, ne? Ja, es sind Ansätze, natürlich. Ansätze, okay. Ich Hey, vorbereite jetzt das nimm das gerade. mal andersrum, Rolf. Ne, stell dir mal vor, du Ja. hast eine alte COBOL-Anwendung und du willst die nach Java portieren. Ne? Ja. Im Endeffekt hast du ja beides da. Du hast eine wohldefinierte Datenstruktur, du hast einen Ist kein KI. wohldefinierte Algorithmen. Ja. Genau, trotzdem funktioniert es noch nicht, weil wir vielleicht genau noch nicht diese Intelligenz der einfachen Übersetzung haben. Das, was Martin gerade gesagt hat, aus einer Frage, gib mir mal alles das raus, wird ein SQL-Statement generiert. Also sprich quasi, es wird das Alte verstanden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir bei der Portierung verstehen, was COBOL macht. Wenn jetzt eine KI drinne ist und ich nehme mal in Anführungsstrichen, die KI versteht, was COBOL machen wollte und das in eine neue Sprache übersetzt, da Ja, könnte ich mir das vorstellen. das wäre natürlich cool, ne? Also quasi die Semantik interpretiert und Genau. versteht und dann neu implementiert. Und zwar ganz anders. Das wäre natürlich Genau. der Hammer. Ja. Das wäre der Dann Hammer schlechthin, ne? wärst du einen Schritt weiter. Dann ne? bist du sozusagen, das wäre dann für mich wirklich KI, ne? Weil du dann quasi ein Verständnis hast und das halt auch wirklich kreativ umsetzt. Ne? Also auch Aber nochmal nächster zum Punkt Thema. wieder, ne? Ja. Ich würde gerne aufs Vertrauen zurückkommen. Martin, was würdest du denn vorschlagen? Also ich habe jetzt ein KI-Projekt, was ich mache, und dieses Thema ist halt, ich brauche das Vertrauen der User. Von mir aus war das so eine Art Automatismus in Rasenmäher, von mir aus, der selber erkennt, was seine Grenzen sind und Rasen mäht und nicht quasi meine ganzen Blumen zerfetzt. Wie gehe ich als Hersteller vor? Wie baue ich das denn auf? Wie kriege ich dieses Vertrauen mir selber und wie kann ich das Vertrauen weiterleiten? Dieses Vertrauen wieder so ein bisschen da in die Waagschale zu werfen. Ja, ich finde jetzt ein Beispiel da ein bisschen schwierig. Ähm, Okay, ich, dann ich muss, nimm anderes. Also ich wollte einfach dann nur darf ich was hinkommen, sagen. wie gehe ich vor? Also einfach nur so, um ein bisschen Griffigkeit drauf zu kriegen. Hast du ein Kochrezept so, mach 1, 2, 3, 4, 5 oder?
Nee, nein, habe ich nicht. Es gibt, wie gesagt, 7 Punkte, die man sich fragen sollte oder die eine KI, also schon beim Aufbau, so die schon so designt sein sollte, damit sie eben, damit sie zumindest für mehr Transparenz also sorgen kann. Gerade Ja, bei der Transparenz, ich gerade guck mal bei. aus. Was sind denn die sieben? Was sind die Genau, sieben Punkte? 7 Punkte. Jetzt bin ich auch neugierig. Ich zähle mit. Ich habe die Achso, Finger okay, gerade also. auf. Der Der steht in der erste Hand. ist Transparenz, also die Rückverfolgbarkeit oder die Erklärbarkeit des Algorithmus. Das zweite ist die Nichtdiskriminierung von Minoritäten. Fairness und Vielfalt sollte gefördert werden. Menschliches Handeln und menschliche Aufsicht haben Vorrang. Das heißt, ich soll immer noch, als Mensch kann ich immer noch eingreifen. Es sollte abgewogen werden, das gesellschaftliche und ökologische Wohlergehen. Das finde ich eine ganz besonders schwierige Frage. Diese Algorithmen sollten ein gewisses Maß an technischer Robustheit und Sicherheit beinhalten. Rechenschaftspflicht, da gibt es halt auch viel Rechtliches und zu beachten. Und natürlich Datenschutz und Datenqualitätsmanagement. Das sind die Punkte, die man beachten sollte. Aber ich glaube, ein Rasenmäher ist dafür nicht das beste Beispiel. Ich glaube, hier geht es wirklich schon um sehr hohe abstrakte KI-Anwendungen. Genau, nehmen wir mal einen Maschinenbauer, der sozusagen Predictive Maintenance für seine Maschinen haben will. Der verkauft eigentlich die Maschinen und würde gerne die Daten sozusagen für eigentlich vorausschauende Wartung nutzen wollen. Und da würden ja die Punkte genau greifen. Also der erste Punkt Transparenz, sollte er sozusagen seinen Kunden klar machen, wofür er die Algorithmen einsetzt und was der Kunde Zweck. davon hat. Ja, Oder? Transparenz, genau, Transparenz, aber auch in dem Sinne, ne, der Erklärbarkeit. So, ich sage, dass dein Produkt wird in 3 Jahren ausfallen, weil es jetzt diese Erscheinung hat und das sagt mir die KI. Okay, War das verständlich? können die Punkte ja durchspielen. Und Punkt 2, also nehmen wir das Beispiel, das ist gar nicht schlecht, meine Idee mal so das mal durchzunudeln. Ja, Nichtdiskriminierung von Minoritäten. Okay, das können wir ausnahmsweise mal Okay. fallen lassen, ne? Maschinen diskriminieren von per se nicht erstmal, also eigentlich. Ja, menschliches Handeln hat Vorrang Ja. und Also menschliche das Aufsicht ist. hat Vorrang, ne? Genau, also in dem Augenblick würde das auch super passen. Sprich, ich kann das sagen, ja, kann ich mit Ja beantworten, weil ich nehme die Daten ja nur und gebe sie meinem Techniker. Also sprich, die Maschine wird dann nicht automatisch runtergefahren oder irgendwas. Ja. Genau, gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen. Oh, kannst du argumentieren. Ja, Weniger kann man argumentieren. Stillstandszeiten, Würde ich, weniger neue genau. Produkte, also generell brauche ich weniger Umweltressourcen. Ja. Das kannst du sogar runterbrechen, also Wohlergehen für das Unternehmen, ne? Also wenn die Maschine nicht Stimmt. ausfällt, Punkt. Und Ja. Arbeitsversicherung und bla bla bla. Gut. Genau, technische Robustheit und Sicherheit. Gut, das muss Darauf beweisen, ne? zielt, genau. Ja, das Ja, da. muss man beweisen, ne? Genau. Rechenschaftspflicht. Oh ja, das ist gut. Was muss ich mir Das. da vorstellen? Das heißt, ich kann als Maschinennutzer gucken, welche Daten ihr wie verwendet habt. Wäre das etwas? Oder Genau, da? das mache ich eben nicht. Also ich nutze das nicht, um quasi Maschinenpreis nachträglich oder irgendwie zu erhöhen, indem ich halt, sagen wir mal, die Daten nutze, um ein anderes Preismodell quasi ihm aufzudrücken, das schlechter ist. Genau. Oder was weiß ich. Ja, sowas in der Richtung. Ah, okay. Und Darf ich dann die Daten da. denn nutzen, um eine neue Maschine zu verkaufen? Bestimmt. Das darf ich doch. Also nach dem Motto, ja, Predictive Maintenance sagt mir, das Ding kachelt eh in 2 Monaten ab. Dann könnte ich jetzt einen Vertriebler hinschicken. Ich könnte vielleicht auf Basis des Wissens eine neue Maschine entwickeln, die sagt, okay, die fällt erst in 30 Jahren aus. Ja, und Rolf, auch mit dem Vertriebler hinschicken. Wenn du das wieder transparent machst und sagst, pass mal auf, die neue Maschine würde dir, also wir sehen, dass deine ausfällt und die Reparatur kostet dich X und eine neue Maschine kostet dich Y, verbraucht aber weniger Strom, hält länger. Also sprich, du gehst transparent wieder mit den Sachen um, glaube, dann schaffst du wieder Mehrwert. Wenn du nur den Vertriebler hinschickst und sagst, guck mal hier, du brauchst eh eine neue Maschine. Ich glaube, dann hast du wieder dieses Unbehagen. Also es zielt ja auch wirklich, wenn du Vertrauen haben willst, heißt das wirklich ganz, ganz viel in Richtung Transparenz. Okay. Wäre für Und der mich letzte so. Punkt,
der noch übrig ist, ist Datenschutz und Datenqualitätsmanagement. Da bin ich jetzt bei unserem Use Case auch ein bisschen überfordert, weiß ich nicht. Doch, also zum Beispiel wäre das einfach die Garantie, dass du weißt, dass diese Daten nicht weitergegeben werden an Dritte. Na, also du hast Maschinendaten von irgendeiner Papierfabrik, wo die Messungen ablaufen über deine Maschinen, über deine Anlage im Prinzip, und diese Daten gibst du weiter an einen Wettbewerber oder sowas, weiß ich was, ne? Ja, Genau. ja. Also Also da können, da. das leuchtet mir sehr gut an, ne? Ja, Mir oder auch ich nutze halt total. die Daten, die ich gesammelt habe, um damit andere Sachen vorherzusagen, weil ich bin ja schon in deiner Papierfabrik. Ja, oder das, genau, dass man da muss aber transparent machen wieder, ne? Genau. Genau, das hängt für mich, Transparenz und Rechenschaftspflicht hängt damit für mich eng zusammen, ne? Also wenn du sagst, die Datenschutz, dann ich lege Rechenschaft ab, guck mal, ich habe die Daten, nur diese Daten, die anderen, ich habe keine anderen, oder ich habe die nach 4 Wochen gelöscht, sprich, ich habe die nur noch aggregiert in, keine Ahnung, irgendwelchen nichtssagenden Formen da, damit ich zumindest einen Rückschluss machen kann. Das wäre für mich Rechenschaft, und Datenschutz ist in dem Augenblick ja wirklich, Rolf, gerade wie du sagtest, um sicherzustellen, dass mit den Daten kein Unfug gemacht wird. Also sprich Mitbewerber, ich baue für ein anderes Geschäft auf Basis deiner Information, wie du dein Geschäft machst und so weiter. Also da brauche ich, muss unheimlich viel Vertrauen rein, und das hilft, glaube ich, DSGVO. Ja, ganz deiner Meinung. Okay, ich hatte am Anfang, hatte ich nämlich ein bisschen gedacht, so KI und Datenschutz ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Also der eine bremst den anderen total aus, weil KI ohne Daten funktioniert nicht. KI ist eigentlich sehr, sehr datenhungrig. Und Datenschutz ist eigentlich, ja, du kriegst aber hier nur tropfenweise die Information. Da dachte ich immer, das ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Je länger ich darüber nachdenke, umso wichtiger ist es, dass die eigentlich Hand in Hand gehen. Also, dass der eine nicht komplett bremst und der andere aber auch nicht sagt, ich will alles über dich wissen. Genau, ich denke, da in der Hinsicht ist tatsächlich der wichtigste Punkt bei Datenschutz und KI ist die Zweckbindung der erhaltenen Daten. Die muss gewährleistet sein. Und das, und wie kriegst du das hin? Ist das Vertragsthema? Musst du das vorher im Vertrag festhalten? Aber das muss ja gegengezeichnet werden, ne? Also wenn ich jetzt für mich selber beschließe, in meiner Projektgruppe, wir haben einen Zweck, ich verlasse die Firma und schon ist der Zweck weg, ne? Das muss ja irgendwann verankert sein, ne? Aber du Das nimmst muss ja ja. deine Daten nicht mit, oder? Nee, aber ich nehme meine ethischen Grundsätze mit und das Projektteam hat vielleicht ganz andere. Ne? Das meine ich jetzt einfach, ne? Ich bin der Treiber, ich bin ein gut Mensch, ne? Schiebe es im Projekt voran, achte darauf auch mir so ein bisschen so gegen den Willen und gegen so ein bisschen Unlust beim Management, ne? Weil das tendenziell vergebe ich Chancen und kaum gehe ich, ja, geht's los. Also ich Ja, komme wieder dann zurück im brauchst du irgendein alten. Rahmenwerk. Ja. Richtig, du brauchst einen Rahmen. Das ist die Frage, ich brauche irgendein Rahmenwerk brauche ich, ne? Ne, ist das Corporate Social Responsibility oder ist das irgendwie ein Risikomanagement oder ist das irgendwie ein Vertrag? Muss ich einen Vertrag oder ist das wie Google das gemacht hat, ist das halt ein selbst auferlegte Regelwerk? Guter Punkt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Mix von allem, ne? Also du als Kunde stimmst ja bei bestimmten Sachen, wenn du irgendwas nutzt, auch bestimmten Datennutzungsregulatorien beim Anbieter zu. Das sind die Auftrags, die Daten, besser der Vertrag zur Datenauftragsbearbeitung. Verarbeitung ist das, ne? Da steht das drin, Ja, der Zweck. genau. Da hast du den Zweck. So, und das musst du dann ja einmal definieren. Also in dem Augenblick. Dann hast du, ich glaube, du schaffst es als Unternehmen definitiv, wenn du dir selber Regulatorien auferlegst und die auch transparent irgendwo hinschreibst, dass jeder die sehen kann, dass du da auch noch Vertrauen hast. Also sprich, wonach werde ich handeln, wogegen So. werde ich nicht verstoßen? Dann hast du ja beide Sachen wieder zusammen. Also sprich, auf der einen Seite, ja klar, sage ich, guck mal, ich brauche von dir die Daten, und allgemein gehen wir aber zum Beispiel mit KI bei uns so um. Also, dass wir zum Beispiel genau diese 7 Regeln, die Martin gerade genannt hat, die sind bei uns, die werden immer hinterfragt, wenn wir eine KI machen. An sich würde ich das schon cool finden, wenn jeder Entwickler sich diese Fragen immer stellen würde bei Siehst du quasi. das irgendwo, Genau. Martin? Siehst du das irgendwie so in der Art und Weise, dass es so gemacht wird, oder? Markt. Ich kenne es noch nicht. Ich habe es so noch nie gesehen. Das müsste auch wirklich schon bei sehr, sehr großen Projekten
würden all diese Punkte greifen. Es gibt es aber durchaus im Kleinen, also der Chaos Computer Club und die Entwickler, die da sind, da wird ja schon länger gefordert oder gesagt, dass auch, dass gerade die Entwickler, die sollen nicht einfach nur stumpf vor sich hin entwickeln, sondern die haben auch, die tragen auch eine Mitverantwortung, weil das, was sie entwickeln, könnte dazu eben genutzt werden, um Sachen zu machen, die gar nicht ihren Ethikrichtlinien entsprechen. Ach, cooles Thema. Diese Forderung oder diese Aussage gibt es seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Ja, das wäre der Punkt, warum der Entwickler an sich dann doch nicht ganz abgeschafft wird, weil auch wenn ich jetzt vorstelle, dass eine KI vielleicht programmieren kann, gibt es denjenigen drüber, wie du vorhin gesagt hast, ne, im Endeffekt entscheidet der Mensch, also die menschliche Eingriffsfähigkeit muss da sein. Sprich, ich hoffe, dass die Entwickler das hinterfragen, was da gerade entwickelt wird. Um genau halt die Klarheit darüber zu kriegen. Dem würde ich zustimmen, ja. Das wäre cool, okay. Rolf, ich würde gerne noch ein anderes Thema nochmal aufgehen. Du sagst vorhin, du bist gerade an einem Projekt dran. Ihr baut einen Chatbot. Ja. Inwiefern ist denn der Chatbot für dich oder für den Enduser intelligent? Also ich finde da, ich habe dieses Zitat ja auch gefunden, eine echte künstliche Intelligenz wäre intelligent genug, um nicht zu verraten, dass sie wirklich intelligent ist. Boah, Ja, das jetzt hängt setz wieder mich mit auf, setz diesem mich jetzt auf den Stuhl. Also, boah. Also, nee, also ist diese Chatbot-Anwendung ist eigentlich, das Ziel der Chatbot-Anwendung ist im Prinzip, die Erlernbarkeit und Bedienfähigkeit des Systems als Ganzes zu erhöhen. Also, wenn du willst, ist das eine interaktive Online-Bedienungsanleitung, ja. Das heißt, du hängst irgendwie fest mit einem Problem und dann fragst das System, wie kann ich in diesen, also es kommt aus dem Bereich Versicherungswesen, wie kann ich eine Entgeltumwandlung machen? Oder wie gehe ich mit dem Problem um, dass mein Arbeitnehmer umgezogen ist und ich weiß nicht, wie ich das Zeug hinschicken soll? Was ist die rechtliche Grundlage? Also es geht eigentlich so um, dass man um diese versicherungstechnischen Fragen einfach stellt, ne? Und das quasi abbildet aufs System, wie man sowas lösen kann. In der Vergangenheit war das einfach ein Thema, wo man halt immer angerufen hat, ne? Und man musste halt mit dem Support-Menschen sprechen und der hat dann quasi in seinen SOP-Listen nachgeguckt und wenn er gut drauf war, hat er selber schon wusste, wie es geht. Und die Idee war jetzt halt, das nach außen zu tragen, quasi in so, ja, insofern ein System von Fragen und Antworten und erweiterten Links für kleine Videos und kleine Helferlein, damit das Produkt einfacher bedienbar ist, ne? Ich glaube, die Intelligenz ist eigentlich letztlich die klassische neuronale Netz, das da drunter steht, um halt die Fragen zu parsen und entsprechend sinnvolle Lösungs- und Antworten anzubieten. Das glaube ich eigentlich Intelligenz. Also so sehen ist sie relativ versteckt. Und das System wirkt halt nur so intelligent, weil du plötzlich, sagen wir, mit Synonymen arbeiten kannst. Ja, und die Synonyme haben wir nicht eingegeben. Also Beispiel wäre, es gibt Synonym Mitarbeiteraustritt, eine Abmeldung von einem Vertrag, eine Anspruchsbegrenzung für den Vertrag. Das sind alles Synonyme, ne? Das heißt, wenn du irgendeine Frage stellst, wo ein Wort kommt, geht er quasi auf alle. Und das lernt er quasi im Laufe der Zeit. Das finde ich ja ganz spannend. Na? Und das ist also echt, also so gesehen ist das ein mitlernendes System, weil es, sag ich mal, auch im Zentralen, also als SAS-Lösung implementiert ist. Das heißt, wir haben dahinter auch die Power, dass wir quasi das rechnen können. Und wir haben keine Sekunden- oder Mikrosekundenfähige Lösung, die wir vorschlagen müssen wie im Auto, ne? Das heißt, wenn das Ding mal Luft holt und 3 Sekunden ackert, ist das kein Problem, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, meine, das ist so ein, für mich ist es ja eine Blackbox-Kommunikation. Ich sitze als Anwender davor und Ja. sitze vor meinem Bildschirm und jemand antwortet. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als was wir früher mit dem Ach so. Turing-Test mal versucht nachzustellen. Also was wir, ach ganz kurz, dann, ja, also tatsächlich hatten wir so ein richtig am Anfang ein schönes Meeting. Also nach dem Brainstorming-Meeting hatten wir ein Meeting nach dem Motto, bauen wir als Avatar, also machen wir das quasi über Voice oder eine Pseudo, oder versuchen wir also eine Pseudo-Avatar-Welt
Verstecken wir einfach, dass da kein Mensch hinter ist. Und haben gesagt, nee, nee, wir machen das ganz transparent, dass es eine Maschine ist. Wir glauben, die Leute fühlen sich eher verarscht, wenn wir sagen, das ist quasi eine Online-Support-Umfrage und ein Mensch antwortet. Wir gehen sofort hin und sagen, das ist quasi ein lernendes System, und da ist kein Mensch dahinter. Absichtlich. Das war ganz klar. Wir haben auch keinen Avatar und keine Susi antwortet und kein Detlef hilft dir, sondern das ist wirklich ganz klar das System, schlägt das vor. Ja. Und das ist Das transparent. ist eine Und was bewusste Entscheidung natürlich, von euch gewesen. das war eine Berufsentscheidung, weil wir dachten, sobald das Ding komisch antwortet oder seltsam reagiert, ist sofort das Vertrauen weg und man fühlt sich ein bisschen verarscht als Anwender. Ja, und Mhm. ist die Maschine, je nachdem, was der Anwender eingibt, wird das beobachtet und auch wieder ausgewertet? Total, aber nicht bezüglich zum Beispiel, aber nicht, also wir haben keinerlei Tracking der User. Also wir behalten nicht, das haben wir auch festgehalten, das haben wir auch festgehalten, das war mal eine Idee, um Hilfestellung zu verkaufen, ne? Wir könnten vielleicht Dienstleistungen verkaufen, ne? Und haben uns bewusst dagegen entschieden. Das heißt, es wird tatsächlich die Herkunft der Frage komplett gekillt und nur die Frage bleibt stehen. Also die Frage und die Antwort natürlich und die Response vorher, nachher. Halten wir fest, aber wir halten jeglichen Bezug zu einer Person lassen wir fallen. Ne? Also, und wir halten doch nur fest Vorgänger, Nachfolger. Also ich versuche auch keinen Stream festzuhalten, wo man irgendjemanden erkennen könnte. Also auf die Das Frage passt ja folgt super die. wieder zu, Ne? genau, passt ja zu den 7 Punkten, ne? Da sind ja Ganz halt genau, viele, die ich auch gerade die ihr hinten. von Anfang an durchgedacht habt. Ja, die Frage ist, also jetzt komme ich ein bisschen ins Erzählen, ne? Haben wir das gemacht aus ethischen Gründen? Und ich muss ehrlich gestehen, wir haben es eher aus Gründen des Reputationsverlustes gemacht. Wir haben gesagt, Mensch, wenn das rauskommt, ist das schlecht für uns. Wenn das passiert, ist das nicht gut für uns. Wir sind im Versicherungsgewerbe und das DSGVO sehr hochgeschrieben. Das heißt, Finger weg von irgendwelchen User-Tracking-Geschichten oder irgendwelchen Versuchen, irgendwas auszuwerten, ne? Also das war eher so mit dem Motto, lass uns lieber vorsichtig sein, ne? Und dann nicht anfangen, was zu machen, was in irgendeiner Art und Weise zu einem Reputationsverlust unserer Lösung führen könnte. Also Finde ich ja Vertrauen. selbst, wollte gerade sagen, finde ich ja aber eine gute Begründung, warum man überhaupt auch mal unabhängig davon nachdenken soll, weil Ethik ist immer so ein großes Wort. Reputationsverlust ist für mich aber naheliegend für viele Unternehmen. Selbst wenn ich das jetzt nicht befürchte, sollte ich darüber nachdenken. Für mich ist noch eine Frage, Martin, du hast vorhin gesagt, GPT-3 ist so ein Framework, die Sprachentwicklung oder die Ausgabe von solchen Bots hat sich ja auch rasant entwickelt gegenüber früher. Ich habe selber mal quasi einen Eliza nachgeschrieben, also für mich so geschrieben auf Deutsch, so ein Psychiater, um das mal zu verstehen. Das war aber sehr rudimentär. Wenn ich heute schaue, was möglich ist, sollten wir nachdenken darüber, dass man genau solche Bots wirklich kennzeichnet? Du kommunizierst mit einem Bot und nicht mit einem Menschen? Ha, ich würde sagen, ja. Entschuldigung, Martin. Martin, was sagst du? Entschuldigung, es gibt durchaus einige EU- und Deutschlandparlamentarier, die das fordern, ja, dass KI gekennzeichnet werden muss, um ganz klar zu machen, du redest jetzt gerade nicht mit einem Menschen. Deswegen würde ich mich dem auch anschließen, also auch im Zuge der Transparenz, wie Rolf schon gesagt hat. Man fühlt sich einfach verarscht, wenn man mit einem Chatbot spricht und irgendwann feststellt, okay, der ist so doof, das kann kein Mensch sein. Genau. Ja, beziehungsweise kannst auch keinen Plausch halten, also das merkst du relativ schnell. Also unser System vergeigt erbarmungslos, wenn du anfängst, allgemeingültige Fragen zu stellen. Da kommen total bescheuerte Antworten raus, ne? Ja, Mein Auto, Rolf, warum ist mein Auto, jetzt warum bist ist du bei mein einer Auto gelb? Realtime-Kommunikation. Jetzt stell dir Ja, vor, du hast ja. eine E-Mail-Kommunikation mit einem Bot. Glaubst du kriegst raus, dass du mit einem Bot E-Mails schreibst? Sag mir so, Ich wenn ich glaube. das rauskriegen würde, würde ich mich noch mehr verarscht fühlen. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Ich bin auch eigentlich total dafür, dass man sowas kennzeichnet, dass wir da irgendwie dahin kommen. Für mich, ich glaube nämlich, wir werden irgendwann sonst dahin kommen, dass Twitter, LinkedIn irgendwie von Bots gefüllt wird, weil die Texte da drinnen nur noch von Bots geschrieben sind und nicht mehr Genau. von Menschen. So Wie ist es. kann Das ich ist das denn genau. unterscheiden? Das ist genau die Gefahr, die gerade von GPT-3 ausgeht. Deswegen haben sie das System auch nicht veröffentlicht.
weil sie eben sagen, hey, damit kann man auch echt Schindluder treiben. Da kann man Texte schreiben, die gar kein Mensch geschrieben hat, ja, die irrwitzig sind, die aber irgendwie, die doch halbwegs Substanz haben. USA-Wahlkampf, sag ich dann mal. Ganz genau. Also vielleicht auch noch ein Tipp, was wir gemacht haben jetzt Gott, in diesem einen Projekt halt mit dem Produkt in dem Versicherungsumfeld. Wir generieren natürlich auch unglaublich viele Events und schicken E-Mails, ne? Und wir schreiben immer in jedem E-Mail hin, auf welcher Basis wir diesen E-Mail, also auf welcher Basis, auf welchem Event das E-Mail beruht und welchen Zweck das E-Mail hat. Das ist manchmal so ein bisschen hölzern, muss ich zugeben. Aber zumindest kein User kann sagen, kann fragen, warum kriege ich jetzt irgendeine E-Mail? Da steht immer drin, weil sie das und das gemacht haben, um ihnen zu helfen beim nächsten Schritt, ist diese E-Mail generiert worden. Ist ja im Prinzip auch ein Rechenschaftsbericht, ne? Das ist ein Rechensaspekt, ja, wenn man so will, ne? KWRS Wollte gerade bisschen. sagen, genau. Ja, aber jetzt bist du bei dem Punkt 6 von vorhin, oder 5 war es vorhin, ne? Also Rechenschaft ablegen über die genutzten Daten. Das finde ich ja jetzt ja genau, also deswegen, ich finde das total faszinierend. Im Endeffekt zeigt es mir aber, dass diese 7 Regeln nicht aus der Luft gegriffen sind, sondern eigentlich schon sehr praxisnah sind, weil viele Unternehmen vielleicht sogar unbewusst schon danach handeln und vielleicht sich das, wenn man sich das nochmal bewusst macht und das vielleicht in das Unternehmen reinträgt und jedem Entwickler das auch nochmal an die Hand gibt, quasi als quasi Gedankenstütze, Leitlinien, hätte man eine Chance, dass wir im Rahmen der künstlichen Intelligenz in Zukunft viel mehr gute künstliche Intelligenzen bekommen, als irgendwann mal vor einer, der wir Angst haben müssen. Das wird Und in dem fassen. Sinne, Ja. ja? Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich würde auch sagen, ich würde sagen, das war jetzt so ein schönes Schlussfassung. Schlusswort. Also in dem Sinne, Martin, ich danke dir. Es war eine angeregte Diskussion. Hat mir Spaß gemacht, Rolf? vielen Dank. Ich habe einiges Ja, gelernt vielen wieder. Dank. Vielen Dank, Martin. Und in dem Sinne freue ich mich auf die nächste Woche, wo es dann darum geht, KI und Staat, und wir mal diskutieren werden, was passiert denn mit der KI in Deutschland, welche Ziele verfolgt die Bundesregierung oder Europa. Wir haben heute schon ein paar Sachen andiskutiert. Ich glaube, da wird einiges nochmal mit auftauchen. Und in dem Sinne schalten Sie wieder ein nächste Woche, wenn es dann heißt OC Weekly Talk. Ciao. Tschüss. Ciao.